und mit dem Speer unter Bennys Nase. Ihr Lieben, Extension geht weiter. Wir waren in der letzten Folge, sind wir zu unserem alten, oder zu, ja, zu, ich sag mal zu unserem alten, aber es sind ja eigentlich mehr meiner, mein alter Spot hier vorne, unter dem grünen Arc oder neben dem grünen Arc. Und jetzt geht's mal weiter ins, wie nennt man das eigentlich, das Corrupted-Gebiet, oder? Ja. Cool. Erstmal durchs korrupte Gebiet und dann in den versunkenen Wald. Ich glaube, Ödland heißt das, richtig. Ich glaube, Ödland war der, die Bäume war fand der, ich war die Bezeichnung. Ich weiß, ein bisschen vorsichtig. Ich weiß, dass die Bäume ein paar Probleme hatten, dass sie immer gleich jetzt irgendwie so papp und dann sind sie wieder ohne Pflänzchen. Ja, gut, ein bisschen Lucky-Lucky machen und. Aber wir sind ja jetzt zu zweit, also dritt. Also es lässt sich komplett ohne Fallschirm und ohne Sterben machen. Aber ihr müsst ja überlegen, ihr habt, glaube ich, Movement Speed hoch, ne? Relativ. So 160. Ich habe 121. Ich habe 100. Und hab Durst. Aber habt ihr auch so viel Durst oder habe ich das nur? Also ich habe relativ wenig Probleme aktuell, aber ich habe oft Durst. Also ich habe das, ich habe ja auch die Resistenz ein bisschen anders als ihr. Ja, und du hast eine Rüstung an, die zusätzlich noch über die Hitze Wasser zieht. Und hier eigentlich schon dann weiter Richtung Flusch. Bin ich nur nicht mehr ganz sicher, bin ich hier schon runter oder bin ich die... Rechts von uns ist ein hier runter dann. Reaper. Irgendwo da unten habe ich kurz eine Pause gemacht für die Ausdauer. Aber das brauche ich diesmal nicht. Ah, die Strecke ist an sich nicht schwer. Und so, alles ohne. Hä? Oh, hallo Pirti. Das hatte ich letztes Mal nicht, dass mich Pirti gefangen hat. Ich will dir ja helfen, aber... So weit weg. Schnell als wir. Okay, ich laufe schon mal am Fluss entlang. Hast du ihn gekillt? Ich habe gar nichts gemacht, ich renne weg. Achso. Ich habe den ja schon viermal angeschossen, der kriegt ja fast 300 Schaden pro Schuss. Also du bist zu schnell. Ja. Aber ich kriege auch viel zu viel Schaden gerade. Au. Hättest nur eine Sekunde stehen bleiben müssen. Ja, jetzt noch nämlich tot. Der hat nur zwei Schuss gebraucht. Oh, oh, Rex neben dir? Das ist nämlich, dass wenn man da zu lange unterwegs ist, dann wird's irgendwann unangenehm. So mit dem Bett schnell hinbauen? Nee, brauchst du nicht. Hast nichts Wichtiges dabei gehabt? Doch, schon, aber Ich kann dir schnell ins Zimmer, wir haben doch hier Bäume, alles da. Leder habe ich in der Tasche. Hinlaufen. Was brauchst du? Leder. Ah, Leder habe ich. Nee, habe ich auch. Hast du auch? Okay. Oh. War hier noch irgendwo ein Durchbruch in der Wand? 120er Tech-Rex, geil, ey. 120er. Also ein Bett steht auch da, Gnomi. Kannst auch zur Not auf dem Bett spawnen einfach. Was? Ich könnte im Bett spawnen? Mhm. Ja, ja. Habt ihr euch dafür? Wir haben da alles hier. So, überall Bäume. Das dauert nicht lang. Ja, dann mache ich das mal eben auf die Schnelle. Und wie, ich bin nicht tot. Spanische Orange schmeckt echt gut. Was, eine spanische Orange? Ein Tee. Der hat Geschmacksrichtung spanische Orange, schmeckt echt gut. Hübsch ist der T-Rex, Mann. Guck mal, der ist echt hübsch da hinten. So deine Farben, ne? Ja, aber der Kopf ist voll blau. Oh ja, der ist echt hübsch. Aber dafür haben wir nicht genug Pfeile. Oh. Das Problem ist aber, beim nächsten Server Neustart, und das ist ja immer, ist der weg. Wer hat was geschrieben? Affi hat gefragt wegen Hilfe. Ob wir Hilfe... So, da war's. Ja gut, ich war, habe ich dich gesehen, du warst einfach weg, ich habe nur Schadenzeichen gesehen. Aber keine Sorge, der Petri greift dich nicht mehr. Papierflieger. Ah, ich mag diesen
Eingangsbereich hier. Du hast auch hier einen übelst großen Obsidian- und Metallspot gehabt irgendwo. Ja, das gibt's da auch. Ich nehme an, ihr seid schon auf der Rampe. Nö. Hä? Wo seid ihr denn? Ey, du guckst eine Sekunde hin, dann rennt der Gnome da unten schon wieder lang. Huch? Ja, ich lauf weiter, weil man hier draußen halt Probleme mit Essen und Trinken hat. Ja, trinken neben dem Fluss ist jetzt nicht so schlimm. Ich komme mir irgendwie vor wie der Langsamste im Sport, im Sportverein. In der im Sportunterricht. Sag mal, was machst du da, Gnome, dass du so langsam bist? Bist du gerade am Spazieren? An sich können wir doch jetzt einfach hierbei. Ich bin gerade nicht schnell, kein Sprint. Du bist schneller als ich. Können wir doch einfach hier runter beim Wasserfall. Ja. Kann man das trinken? Das Wasser eigentlich? Müsste eigentlich schön sauer sein. Das Wasser kannst du trinken. Ich hab mich Durst. Haha, wer hätte es gedacht? Ja, hier braucht man einen Fallschirm. Bist du sehr sicher? Also hier runter geht's mit dem Fallschirm, genau. Ich will gleich ein paar mehr. Weil da vorne eigentlich am Wasserfall können wir auch einfach mit dem Fallschirm runter, dann brauchen wir da nicht runterlaufen. Ich würde einfach von hier bis da hinten hin. Chunkingosaurus. Sarko, Alter. Versuchen. Was liegt denn da über uns? Achso, das bist du. Ja, das bin ich. Ja, wollt ihr runter? Komm ich da noch hin? Ich weiß nicht, wo der Dex ist. Achso, wollt ihr nicht hier runter? Wo willst du runter? Die Rampe? Ja, weiß nicht, wo gibt's. Also ich hab irgendwo noch so einen Absturz. Du kannst einfach hier bei dem Wasserfall runter. Achso. Ja, man hätte auch einfach hier jetzt weiter runter segeln können. Ich hab noch einen Fallschirm. Der ist ja weg. Ja, man kann auch die Rampe runterlaufen. Ja, aber hier gehen wir einfach beim Wasserfall runter. Das ist nochmal eine schöne Aussicht von oben. Einfach nur hier runter und dann kommst du genau in die Mitte vom Aberration-Gebiet. Jetzt wäre ich auf den Stein geklatscht. Wo müssen wir eigentlich hin? Da links, rechts, geradeaus? Erstmal fallen. Und dann müssen wir eigentlich irgendwo rechts rüber, glaube ich, hinter dem blauen Ark. Gerade da lang. Ja, hinterm blauen Arc rechts rum. La la la. Da ist auch schon die Arena. La la la. Bald. La la la. La la la. La 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 la. La la la. Hättest du mir noch einen Fallschirm geben sollen. Ja. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Ja. Das kann was dauern, bis ich da unten bin. Der verbraucht sich aber nicht, oder? Nee. Ist auch mal so. Du kannst ihn nur nicht wieder aufmachen, wenn du einmal zumachst. Nee, ja, leider. Außer ich kann ja unten ins Wasser fallen, aber es kann sein, dass ich das zu Wasser tief bin. Das Wasser ist nicht tief genug. Nicht? Okay. Zumindest das hier oben im Fluss. Das ist hier nicht so geil. Ach, du bist ja auf der Insel? Ich bin noch in der Luft. Aber du bin bist gerade an dem hinteren Wasserfall vorbei. Ich hab's gesehen, aber wolltest du hin auf der Insel bauen oder hast du da angefangen? Ich? Nee, ja. Ich hab direkt an der Arena gebaut. Ja. Okay, aber hier fliegt doch irgendjemand auf die Insel da unten zu. Ja, das müsste ich sein. Ich bin eine Ecke tiefer als ihr. Ich bin länger gefallen. Dino-Tyrannosaurus? Tyrannus? Jetzt bin ich nur am Überlegen, ist das hier direkt am Ark die Arena gewesen? Oder war die? Nee, das ist nicht. Ich habe hier auch ganz wenig Orientierungssinn. Das ist die Arena hier. Also, ja, du bist halt. Dein Haus steht auf jeden Fall ein Stück weiter weg, auf jeden Fall. Muss ja aber auch so. Pi mal Daumen, da ist es ja auch schon. Pi mal Daumen, da wo diese drei großen Redwood-Bäume so stehen.
Da ist ungefähr die Arena. Genau da, wo ich jetzt vom Himmel bin. Ihr seht meinen Fallschirm? Ich habe keine Ahnung, wer ist. Der ich unterste, noch Boden. Unten direkt neben dem kleinen Wasserfall. Ich bin schon noch im Boden. Ich stehe ja, ich bin über dir. Habt ihr irgendwo so einen kleinen Fitzel was? Ah, City Base. Ja, genau, da ist nämlich ein Feuer und Benny ist da auch schon. Bau mal bitte einen Eimer. So Minecraft-mäßig, ja. Ich falle in den Eimer rein. Das dauert so lange, ich komme ja niemals runter. Ja, ich sehe auch schon die ganze Zeit ganz gemütlich. La, la, la. Da hinten ist ein Narkosaurus. Den kann man auch zählen mit Beeren. Baut mal bitte. Die netten oder die bösen Langhälse? Baut mal bitte ein Bett, ich fall runter. Das dauert mir zu lang. Das ist doch schon hier. Ist ein Bett. Ach, geil. Jetzt ein paar Minuten warte ich es noch. Weißt du was, kann ich auch einen Salat essen hier? Oh, ist aber das schön. Ach ja. Was ist das toll? Mittlerweile dürfte ja auch ein bisschen Metall sein. Essen gibt's auch schon. Ich habe noch mal knapp 600. Rohmetall reingepackt. Ja. Ich hasse Husten. Ach ja, mal gucken, wo ich diesmal baue hier unten. Vielleicht mal da unten auf die Insel, in der Mitte von dem Fluss, das wäre eigentlich auch mal cool. Noch nicht so viel Platz, aber... Das nächste Mal möchte ich das bitte mit einem Gleiter machen, danke. Ja, dann brauchen wir mehr blauen Kristall. Ich habe 16 und ich brauche 25 für einen Gleiter. Landeanflug! Nein, das ist mein Landeanflugsstein. Daneben. Hast du eh nicht getroffen. Ich bin da durch. Durch ihn durch. Okay. Jetzt habe ich das zweite Set Ausrüstung hier runtergeschleift. Ja, habe ein bisschen Sachen mitgebracht. So. Man braucht mehr Licht hier. Hier ist ein Trodon. Ja. Yeah. Au. Du bist da durch das Gebüsch gelaufen. Ja, und hast mich getroffen dabei. Hast du zufällig gerade Holz geholt, Benny? Nö. Gut, dann ich habe ein bisschen was jetzt in der Tasche gehabt noch. Ja, hier unten müssen wir ein bisschen auf die Uhrzeiten achten, ne? Wieso? Wegen den Trodons, wann die aktiv sind. Es ist zum Beispiel gerade 20 Uhr, also Nacht. Nö, der ist auch noch nicht aktiv. Nein, 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 du willst mich nicht fressen. Du willst mich nicht fressen. Ich bin schneller als er. Wie heißt er? Ah, du hast mich ja doch schon wieder im Visier. Ich bin schneller als du. Du kriegst mich eh nicht. Oh, hallo Gacha. Das ist ein Bindu. Das ist er ja schon wieder. Ich habe einen ersten Binturong gesehen. Wurde schon gezähmt. Also oben. Ach, ein Dino Tyrannus ist das, der mich hier gerade verfolgt hat.
Ja, der hat auch gerade den. Au! Scheiß Ameise. Immer diese Endgegner. Ja, was hattet ihr davon, wenn wir den Ego erzählen? Da ist jemand an mir vorbeigelaufen. Das war ich. Könnte sein, dass ein paar Ameisen gleich bei dir ankommen. Hier macht man nochmal eine Bola. Bola, Bola, Bola. Irgendwas mit Leder, Stein und Stroh und Faser. Ja, ansonsten liegen hier auch 3 Stück in der Werkbank. Ich mache einen Igor. Da kann man ganz gut mit dem farmen. Nachhinein. Aber wir dürfen doch nicht rein. Nee. Also steht der Igor denn da, bis wir ihn reiten hinsetzen können. Oh, ne. Bitte? So nah am Dings gebaut. Ich darf da keine Wand mehr hinsetzen an der einen Stelle. An der Boss-Arena oder was? Ja, zu nah an der Arena. Oh Gott. Dann muss ich halt. Falsch rum. Muss ich das halt so rum machen? Wo bist du eigentlich, Benny? Ich lauf gerade rum und fahr ein bisschen. Okay. Ich hab irgend so ein Tier erschossen. Diese komischen Tyranno-Dinger da. Syno-Tyrannus. Umgeschossen oder niedergeschossen? Tot. Achso. Getrotert habe ich's. Weil da war ein Gacha, den würde ich. Hätte ich mir so gedacht, ach, den kannst du mitnehmen. Wolltest du den Gacha retten? Ja, oh, der Gacha ist tot. Anscheinend macht der Giftschaden oder sowas. Ja, es war nicht angenehm, von ihm gejagt zu werden. Ist 68. Also 116. Iguanodon ist 68. Wäre auch ganz cool zum Start vielleicht, aber ich habe gar nicht so viele. Aber ein Iggy braucht nicht viele Pfeile. Igor? Igor braucht nicht viel. Ich weiß es echt nicht mehr. Kannst du den Kopf schießen? Kannst du auch Bola nur in den Kopf schießen? Ich teste es mal. Wenn du nicht das Pech hast, dass jeder zweite Schuss irgendwie ins Leere geht auf einmal, obwohl du triffst, sollte es eigentlich klappen. Aber es ist arg, man weiß nicht. Vielleicht kommt es auch alles anders und er tötet dich dann. Nein, er liegt. Und hat mir sogar meine 5 Pfeile wiedergegeben. Finde ich so freundlich von ihm. Wieso, sag ich doch. Iggy braucht nicht viel, der ist handzahm. Schöne Musik, ey. Ich will so einen Europasaurus mal zähmen, aber ich will das auch alles dann direkt reiten. Das dauert alles zu lange dann, also bis wir zum Warten dann. Das ist halt das, was wir noch nicht haben. Na, an sich könnten wir sogar den Waldtitan so ziemlich schon machen. Ja, man muss ihn nur beschwören. Ja. Was hältst du davon, Dex? Was denn, den Boss, ja, die Tanze machen, meinst du? Ja, nee, das schaffe ich heute eh nicht. Ich bin gleich wieder offline. Aber wenn wir... Bin ich voll dafür. So schnell wie möglich. Ja, dass wir halt jetzt, wir haben ja hier unten eine Base, wir brauchen... Nur noch jede Menge Betten. Ja, ist nicht das Problem. Ich glaube, das Hauptproblem wird sein, der Dungeon, aber dafür brauchen wir an sich eigentlich auch nur Grappling-Hooks. Ach, nee. Hau doch weg, hau doch ab, du, mit dem Shit da. Grappling-Hooks. Ah, du kannst auch gerne durchlaufen, aber da wirst du nicht weit kommen. Weil ab einer bestimmten Stelle stehen da ganz viele Alus rum. Ich stell's einfach hier. Okay. Meine, was hat er dann gebaut? Das war so nicht geplant. Das Tastatur ist zu empfindlich. Man merkt sofort den Unterschied. Ich habe jetzt plötzlich keinen Durst mehr. Ja, weil es hier unten halt nicht mehr temperaturtechnisch halt angenehm ist.
Ja, aber den Weit-Titan machen wir. Was will der Plateosaurus, wie der heißt, was will der haben als Essen? Der Plateo, das ist ein Narkotier. Dem fütterst du Narkobären und der produziert Narkosemittel. Okay. Achso, und wenn er keine Narkosebären kriegt, dann verhungert er. Ich kipp gleich um. Aber der Trodon ist dafür gut, der Hund. Wenn er gezähmt ist. Okay. Ich komme aber ganz kurz bei dir vorbei. Nein, ich kipp doch nicht um. Genau, und bring dir ein bisschen Materialien zum Bauen vorbei. Ich habe gerade Holz ja, gefarmt. Alles ganz entspannt. Aber der 100er Trollon ist tot, der hier in den Büschen rumgewandert ist. 100er. Der war 100er. Guten Tag. Hallo. Hier ist Materialien. Brauchen wir mal Treppen, wa? Ich denke mal, spätestens nächste Woche sollten wir das geschafft haben mit dem Bei-Titan. Das ist gut. Wir brauchen an sich nur, also was weiß ich, sogar Montag eigentlich schon. Wir brauchen nur Grappling Hooks. Die Höhle ist jetzt nicht, vielleicht von hier aus ein paar Fallschirme, damit wir schnell zur Höhle kommen, weil die Höhle ist jetzt nicht so weit weg. Und dann, das Artefakt ist da drin. Ich bin mir gerade unsicher, ob du Corrupted... Nudelgedöns gebraucht hast. Das weiß ich nicht. Als Polymer. Ja, ja. Ich weiß es nicht mehr. Geht doch zum Portal dahin, zum Portal, zum. Das musst du ja da unten machen. Das geht ja nur da. Geht nur in den Dungeons, die zu beschwören. Die Bosse? Ja. War das nicht hier draußen irgendwo an dem Ding? Nee. Er spawnt hier draußen, aber zum Beschwören musst du in die. Dungeons rein. Ja, vergiss das immer. Oh. Uiuiuiui. Ich glaube, wir haben uns das doch nicht so gut überlegt mit dem Reitenregel. Warum? Wir brauchen 100 korrupte Herzen. 100 korrupte Herzen? Mhm. Das heißt, von welchen Tieren? Von allen, ne? Nee. Nur die ganz großen. Reaper, Rex. Ja, das ja. Ist doch schön. Das ist eine gute Idee. Das heißt dann also, wir machen eine Teamarbeit. Ja. Anders kann man. Die haben eine sehr, nicht das sehr ist hohe alles Chance. Machbar. Ja, ja, machbar ist es auch. Die haben eine nicht sehr hohe Chance zu spawnen. Ja, ich weiß das auch noch, als wir es damals gesucht haben. Da war doch irgendwas war klar, was sie. Wo mir so eingefallen ist. Ach, das haben wir vergessen. Okay, also alle Rex, Spino, Wyvern, Paracea und Giga. Von denen können die droppen. Aber Paracea und Korrupt gibt's genug. Ja, ja, das sind glaube ich auch die einfachsten. Der Plateosaurus ist ja mal easy going zu zähmen. Der will die ganze Zeit fressen, aber die ganze Deswegen Zeit... haben wir so viele von den Narcos zu Hause. Oh Gott. So, fertig. Kann man denn so reiten ohne Sattel? Nee. Nee. Sagen, was will der denn hier? Sollte nicht gehen. Ja gut, dann wissen wir ja, was wir doch noch vorhaben. Er braucht ein Parasattel, wenn du einen draufbappen möchtest. Ehrlich, er braucht einen Parasattel, ja? Ja. Wo weiß man, dass er einen Parasattel braucht? Aus der Mod-Beschreibung von der Webseite. Ah, oh, okay. Oder durchaus probieren. Kommt jetzt drauf an, wie viel Glück wir haben mit den Corrupted Herzen, dann sollten wir das trotzdem recht schnell schaffen. Wir können eigentlich bei jedem Tier mal. Wir können eigentlich unsere ganze Truppe von Tieren mitnehmen, die fetzen doch alles weg. Ja, du hast halt dauernd nur. Ich habe ja gerade vorgelesen, was sie droppt, ne? Ja. Sind nicht so viele, es ist wirklich nur 1, 2, 3, 4, 5. Und
Das fünfte brauchst du eigentlich gar nicht probieren. No. Corrupted Giga brauchst du nicht angreifen. Neun Freund neben dir. Der tut dir ganz lieb und freundlich Gesellschaft leisten. Corrupted. Wyvern können wir auch nicht viel gegen machen. Nee, einfach weil nicht. Fliegen. Korrupte Wyvern kann man ohne weiteres mit den Dings im Turret-Modus vom Himmel holen. Aber also das heißt ohne weiteres, aber sie schaffen es. Aber so ein Team-Rex-Wechsel. Ja, aber möchtest du in der Wüste welche jetzt zähmen, um die dann hier in die Ecke zu schleppen, weil ja hier in der Ecke das Gebiet ist, wo die Wyvern sind? Moment, korrupte Wyvern gibt es direkt neben der Wüste. Echt? Seit wann? Die waren doch immer nur in der Schlucht Richtung Boss. Nee. Oben Richtung Schwefelfeld, Ölsee. Ach so. Da gibt's auch ganz viele korrupte Wyvern. Da war ich das ist direkt neben der Wüste, fängt das an. Jo. Ist jetzt die Frage, wie viele Betten brauchen wir und reicht das schon an Volumen? Zensi gerade. Oder brauchen wir eine ausgebaute zweite Etage? Die brauchen wir ganz schön lang zum Fressen. Ja, okay. Also ich mache erstmal hier für diese Folge Schluss. Wir sehen uns in der nächsten und dann geht's hier erstmal unten weiter und dann werden wir uns das nochmal so ein bisschen überlegen, wie wir an die korrupten Herzen rankommen. Schön. Bis denn. Bis neulich. Tschüss. Bis um die Ecke.